ist immer etwas, was sowohl mit Modernität als auch mit Tradition zu tun hat, was er macht. Die Bedeutung von Peter Behrens liegt aus meiner Sicht in dem umfassenden Gestaltungsanspruch, den er stellt. Er ist Künstler. Er sieht sich als Künstler. Er ist Künstler. Er sieht sich als Künstler. Und sein Erfolg ist die Kunst. Behrens war in seinem ernsten Herangehen an die Bauaufgabe oder an die Gestaltungsaufgabe und in seiner starken Liebe zur Proportion und Rhythmik wegweisend. Es gibt eine Lampe in dem Wertheim-Zimmer, das könnte wirklich von dem Bauhaus dann gestaltet worden sein, später, viel, viel später, nach dem Ersten Weltkrieg. Und hier sehen Sie so eine Lampe schon 1902 von Behrens entworfen. Diejenigen, die überzeugte Modernisten sind, erkennen sich in ihm. Und die Entwicklung der modernen Architektur als Fehlentwicklung eingeschätzt haben, die erkennen sich auch in ihm wieder.